Hallo zusammen, heute geht es um diese zwei Anschlusskabel für zum Beispiel Kühlboxen. Der Stecker auf der Seite, kühlboxenseitig, ist der gleiche. Und auf der Seite haben wir einen Harris, einen Anderson, einen Industriestecker und hier haben wir einen Zigarettenanzünder. Wenn ihr Videos von mir schaut über diese Kühlboxen, die liefern wir ja mit Standard diesem Zigarettenkabel aus, oder Zigarettenanschlusskabel aus, und das kann man hier einstecken und dann kann man diesen Stecker bei dieser Batteriebox hier zum Beispiel einstecken und dann können wir die betreiben. Problem ist, die meisten Autos, die wir haben heute auf dem Markt, das sind dann von der Batterie bis zum Zigarettenanzünder im Kofferraum teilweise 0,5 Quadrat Kabel. Und dann kommt noch dazu, dass wir mit der Spannung mittlerweile hoch und runter fahren. Wenn wir bremsen, geht die Spannung hoch. Wenn ihr so auf der Autobahn fährt, geht die Spannung runter unter 12 Volt. Und dann schaltet diese Box aus. Wir können hier jetzt auch ausstecken und das gleiche Kabel können wir hier an diesem LED-Scheinwerfer anhängen. Das ist ganz ein spezieller, kostet 120 Euro. Mache ich euch in der Endkarten-Video. Und wenn wir jetzt, wir sehen es hier besser, wenn ich hier jetzt schon ein bisschen wackle dran, oder neben nicht oder doch, ihr fährt über eine Bodenwelle, diese Zigarettenanzünder sind richtig scheiße. Gut Deutsch gesagt. Das andere ist, diese Anderson Industriestecker, also hier ist dieser Zigarettenanzünder abgeschnitten an der Kühlbox und hier sind diese Anderson Stecker. Wenn ich jetzt aber diese Kabel hier hinten in diese Kontakte reinmache, die muss ich pressen. Die andere Alternative, ich mache sie warm und löte sie, weil die sind schon verzinnt und da ist das eigentlich kein Problem, die anzulöten. Und ich kann die dann hier in den Stecker reinstecken, einfach bis sie ganz vorne rauskommen. Aber wenn ich dann so ein dünnes Kabel nehme, dann habe ich keine Zugsentlastung. Beim dicken Kabel, 16 Quadrat oder auch ein 10 Quadrat, da kann ich am Kabel ziehen und ihr kennt ja, ihr sicher nicht, aber euer Kollege, der drückt dann das hier rein und der zieht dann am Kabel raus. Wenn ich das Kabel an diesem Stecker nur hinten rein presse, beim Pressen sogar noch schlechter als beim Löten, ist es ein bisschen beschädigt und ich kann es nicht mehr am Kabel nachziehen. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit, wir können durch diese Befestigungslöcher, die hier sind, die Kabel rein und raus nehmen und wir haben dann an sich einen Knopf in dieser Leitung. Ist nicht schön, ist nicht elegant, aber sehr zweckmäßig. Vor allem bei dünnen Kabel, so wie hier jetzt ein 2,5 Quadrat oder ich habe hier unser Ladegerät. Oder ich kann jetzt auch hier am Kabel ziehen. Das ist ein 0,5 Quadrat Kabel an diesem Ladegerät. Und wenn ich das natürlich einlöte oder einpresse, dann werde ich früher oder später das Kabel hier ausreißen, wenn ich am Kabel ziehe. Aber ihr wisst, ich weiß, ihr macht das nicht. Ihr steckt das immer hier schön ein und dann mit der Hand wieder rausziehen. Dieses Ladegerät ist für diese Batteriebox, für eine Standby-Ladung oder in zwei Wochen laden. Da gibt es ein anderes Video von mir. Auch hier ist das Kabel mit einem Knopf gesichert gegen Rausziehen. Klar, irgendwann kann ich Kabel auseinanderrupfen. Ja. Eben hier. Das Kabel für die Box, weil eben wie dieser LED-Scheinwerfer, ihr seht es besser, wenn die Kühlbox, wenn die natürlich dann zu wenig Spannung hat, schaltet die im Auto aus.
Der Lüfter geht weiter, kühlt, der Lüfter, aber die Kühlmaschine läuft nicht, die kommt erst nach 68 Sekunden und dann startet die wieder, dann geht es wieder um die nächste Bodenwelle und dann ist wieder fertig und dann geht es wieder und dann rufen die Leute an, das Auto ist scheiße, muss man entsorgen. Aber das ist ein Hauptproblem, von dem her diese Stecker. Weiteres Problem ist bei den neuen Autos auch eben die Spannung, die rauf und runter geht. Und dann gibt es das Thema Elektrofahrzeuge. Momentan kann mir keiner erklären, wie man an einem Elektrofahrzeug eine Kühlbox anhängt. Das ist noch eine offene Frage. Da mache ich euch ein Video über die Kühlbatteriebox, auch wenn ihr Dachzeltcamper seid oder ein Offroad-Fahrzeug habt und die Kühlbox nicht immer betreiben wollt. Mit diesem Kabel, das macht wirklich Kontakt und so könnt ihr eine Kühlbox, jetzt die hier, etwa 4 Tage betreiben und wir haben noch stärkere Ladegeräte mit diesem Schwebelader wieder eine Woche laden. Auch wenn ihr dann sagt, ich brauche das mal zum Rasenmähen oder Hecken schneiden oder sonst irgendwas. Geht alles. Ja, das soll es gewesen sein über diese Stecker. Hier mache ich euch einen Link über diesen ganz speziellen EU-bedingten LED-Scheinwerfer für 120 Euro. Und hier oben ein Video über diese Kühlbox und hier unten ein Video über diese Batteriebox. Aber könnt ihr auch mal weiter da lassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Thank you.